Ich hoffe, das geht mit dem Ton. Ich muss jetzt das Mikrofon anfassen, sonst brummt das. Ich habe gerade eben ein Video machen wollen oder hochladen wollen. Ich habe es schon gemacht. Da habe ich ein Problem gehabt mit dem Line-In-Eingang. Ich habe aber das Problem gelöst. Jetzt weiß ich auch warum. Und zwar habe ich da einen Hall drauf. Ich gehe mal hier auf den und mach mal den Player gleich an. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Dazu muss ich mich ja mal selbst hier hören. Play. Man hat den Hall gehört. Jetzt mache ich es noch mal an und dann zeige ich euch mal warum. Bin hier bald verzweifelt, als ich das machen wollte. Ich habe auch schon gut gefragt, weil er, glaube ich, hat auch so ein Ding. Ich weiß jetzt aber, woran es liegt. Und zwar blöderweise an den Stereo-Steckern hier. Die müssen Mono sein, weil hier steht Balanced or Unbalanced. Aber wenn ich auf Stereo gehe, ja, das ist blöd. Ich brauche dann Mono-Stecker hierfür. Was das Einzige, was noch funktioniert, ist CD-In, aber dann habe ich hier nichts zum Regeln, zum Einstellen. Ja, wollte ich euch mal ein Update darüber geben, was ich hier gerade hatte. Ich hatte nämlich eine Frage gehabt, warum, wieso, weshalb hier Hall ist und ob da einer eine Idee hat. Ja, Problem habe ich selber gelöst. Das ist der Stecker. Gut, muss ich mal gucken, ob ich davon mal Mono bekomme, dass ich das denn auch richtig machen kann. Das ist nämlich doof. Dann so. Gut. Wollte ich euch mal sagen. Und wenn ich jetzt hier das Mikrofon loslasse, müsstet ihr einen Brumm hören. So, und dieses Brummen habe ich auch noch woanders. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt reinbringen kann. Und zwar auf dem. Und ja, auf dem und auf dem Mikrofoneingang. Ich drehe den mal rein. Weiß jetzt nicht, ob das reinkommt oder nicht. Ist auch egal. Ich habe hier jedenfalls auf ein oder auf zwei habe ich ein ziemlich starkes Brummen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das war vorher nicht. Das ist seitdem ich das Video gemacht habe. Ich habe das abgesteckt, habe mir Video vorbereitet, Kabel hingelegt und so weiter. Mach das an, habe das Video gemacht und hatte auf plötzlich einen Brummen drinne. Das habe ich aber erst nachdem ich in der Videobearbeitung bin gemerkt. Jetzt halte ich das Mikrofon hier fest an der, am Korb. Irgendwie habe ich hier irgendwo eine Brummschleife. Ich weiß aber nicht, wo die herkommen soll. Das Mikrofon selber hängt hier. Die Kamera hängt ab für sich alleine. Die ist damit gar nicht verbunden. Das Ding hier ist über die Soundkarte mit Line-In verbunden. Ich weiß nicht, wo die Brummschleife herkommen soll. Oder liegt das hier am Kabel, dass die Kamera mit dem Mikrofonkabel hier interagiert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Das ist ein bisschen dämlich. Ich wollte das sowieso noch umändern, dann auf das andere Mikrofon. Na, das kann ich auch hier reingeben. Aber das ist doch dämlich. Das ist doch scheiße. Okay, gut, dann danke fürs Zugucken. Falls jemand ein Dings hat, so ein Teil, nicht Stereo benutzen. Bei solchen Sachen keine Stereo-Stecker. Da muss wirklich Mono nehmen. Das ist ja. Ich war ja fast am Fluchen. Ich habe hier alles ausprobiert und ja, nicht nur am Stecker. Okay, dann danke fürs Zugucken. Tschüssi.